Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich finde es sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe ihr auch, denn wir beginnen heute mit Grounded. Das Spiel kam am 28. Juli 2020 raus. Das Entwicklerstudios Obsidian Entertainment, kam für die Xbox One, Series XS und für Microsoft Windows raus. PlayStation-Spieler müssen leider in die Röhre schauen. Tja, tut mir leid. Der Herausgeber war Xbox Game Studios und es ist ein Survival-Adventure-Game. Klingt schon weit ganz interessant, muss ich sagen. Vor allem, dass man aus der Perspektive der Insekten zu sehen. Sollte was ganz Neues sein, gibt es soweit, ich weiß gar nicht. Ist was ganz Neues. Survival-Adventure. Ja, das passt doch, muss ich sagen. Die Welt der Insekten ist doch sowieso Survival-Adventure pur. Ist nicht die schönste Welt. Wenn man die Welt der Säugetiere damit vergleicht, ja, sind die Insekten ein bisschen härter. Grausamer. Also, werden wir nicht weiter dumm rumlabern hier. Und den Spaß mal starten. So, drücken wir mal eine beliebige Taste zum Anmelden. Was ist los? Okay. Einzelspieler, Mehrspieler, aha. Ja, Einzelspieler. Fortfahren, was soll ich denn hier fortfahren? Okay. Ah, nichts zum Fortfahren. Mir ist schwer gewundert. So, Teenwahl. Wir haben den Max, die Willow, einen kleinen Pete. Wie sieht er denn aus? Der kleine Pete und Hoops oder Hops oder wie es auch immer heißt. Der kleine Pete, ja. Erinnert mich irgendwie an S, an den kleinen blonden Jungen mit Brille von S. Er sieht doch irgendwie fast 1:1 so aus wie er. Von der Kleidung her, die Socken bis zu den Knie gezogen. Herrlich. Die ist auch nicht besser. Aber ich glaube, den Max fühle ich am meisten. Ja. Hi. Hey, nice to meet you. The name's Max. Maxwell Smalls. Ja, dann machen wir mal. Ein paar graue Haare dürfen es schon sein. Hunger, Durst, Gesundheit und Ausdauer sind wichtige Aspekte im Überlebenskampf. So, das ist der Schwierigkeitsgrad. Ach so, flauschig, Mitte, wow, kreativ, kreativ mit Käfern und Benutzer definiert. Flauschig, nee, wir wollen nicht flauschig, wir wollen es Mitte. Mitte flauschig. Mit Max. Nein, ja. What's the worst thing that can happen? So. Was? Akzeptieren, Gartenweltname. Wie nennen wir die? Was weiß ich, Garten. Mittelgarten hätten wir den eigentlich nennen können. Mittelgarten. Lade. You can't run from me, you bell bees! You think you outsmarted me? The mighty Muldoon? I don't think so, Yoked. Stay tuned for what happens next on Yoked Girth. Now a word from our sponsor. Kids, are you ready for a new wild and wacky Puncho fruit flavor? Introducing Apricot. It's a punch to the gut. So stop by, fill up, and make sure you get your Billy Hog hot dog before you jet away. Good morning, Brook Hollow. Today is October 20, 1990. This is your news. We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing. They were last seen earlier this week, and the only connection between the teenagers is that they are all students at Brook Hollow High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police department. The mayor of Brook Hollow has put a curfew into effect for anyone under 18 years old tonight. Now to other news. In the business world, prominent practical technology signs a few years Ah, so klein bin ich dann. Oh nein.
Ah, muss ich aufpassen, dass ich nicht von der Münze erschlagen werde. Oder von einer herabfallenden Bierdose oder sowas. Cola-Pizza. Oh nein. Fällt eine Kastanie vom Baum oder hört eine Fuffi, er schlägt mich dann auch dann. Okay. Und hier starte ich jetzt in der kleinen Box. Aha. Ach ja. Einfach so. What? Damn. Where am I? Are those roots? Roots? Nah, can't be. Oh, this must be one of those prank TV shows. Hmm. All right, be cool, Max. You're gonna be famous. Ja, ja, wir werden mal berühmt. Ha. So wie ich das hier sehe. Hm. Was ist das für eine Box? Ach hier. Mehrere Formen für alle Spieler wahrscheinlich. Wenn man ja mehr Spieler spielt, starten dann alle zusammen. Ich weiß nicht, das wäre das einzigste Logische. Okay. Ich wurde anscheinend geschrumpft. Und ja, kraucht die ganze Zeit irgendwas rum. Boah, das hört sich ja eklig an. Ja, ich bin wirklich winzig. Was ist das? Speedy little green corn pup. Was ist das? Ach, kleiner grüner Käfer. Erkunde deine Umgebung, nach Hause gehen. Wir müssen nach Hause, was ist das? Wasser. Ekliges Wasser trinken. Nein. Kiesel, Müll, schnappen. Nehmen wir mit. Ein Stein. Was soll ich mit dem Stein tun? Soll ich den werfen? Nee, schlagen kann ich damit. Signal detected. Finde die Quelle des Signals. What was that? Some sort of radio signal? I wonder where it's coming from. Dann müssen wir mal schauen, wo das herkommt. Nach Hause gehen, finde die Quelle des Signals. Es gibt hier Pilze. Schnappen, verbrauchen, Müll. Da krabbelt irgendwas. Wo ist das? Vielleicht mit dem. Okay, ein Pilz. Gras hacken. Du sollst mit dem Stein benötigt ein Hackwerkzeug. Du hast einen Pilz aufgesammelt. Verzehrbare Gegenstände kannst du im Inventarmenü essen. Ja, ein bisschen Hunger hat er schon. Du kannst einfach die Pilze essen, ja? Ja, dann. Ja, damit. So, Inventarmenü. Verbrauchen. Hey, Buddy. Clogs now. Hoffentlich vergiftet er sich nicht. Nö. Nee. Ja, sieht alles safe aus. Werkzeugsymbole zeigen an, ob ein Objekt umgehackt, aufgebrochen oder ausgegraben werden kann. Ja, schön. Hier muss ich hacken. Hier muss ich hacken. Sprössling. Schnappen. Was kann ich damit tun? Du hast entdeckt Sprössling. Du hast entdeckt Forschungsstation. Aha. Ach da. Joch, das Gras hier ist, also hier sollte echt mal gemäht werden. Der Dschungel hier. Und eine kleine Miniatur-Forschungsstation. Wer hätte das gedacht? Ist das? Spork Air Sicherheitstest, das ist meiner. Leistung, da. Aha. Sehr schön. Was gibt's hier? Mini-Müsli-Riegel. Naja, nehmen wir mit. Kann ich das kaputt machen? Nee. Rohstoffsucher. Keine Energie. ASL-Terminal offline. Mach's an!
Was? Ressourcenanalysator analysieren? Well, someone had to have set up all this sciencey stuff here. But still, I'm not exactly sure where this is and what is going on. I should keep looking around. Ja, ich frag mich auch, was hier los ist, kleiner Max. Science! Oho. Analyse abgeschlossen. Neue Rezepte verent. Was? Was steht da entziffert? Pilzbrei. Pure Wissenschaft. Plus 30 PW. Okay. Hirnschmalz. Gewöhnliche. Aha. Das noch untersuchen? Aha. Stachelsprössling. Wegmarkierung, Spießgrill, Sprösslingzaun und Pflanzenfaser. Scheint auf jeden Fall sehr nützlich zu sein, das Zeug. Kann ich eine Menge mitmachen. Okay, und meinen Stein hätte ich auch gern untersucht, was der so kann. Kieselspeer und eine Kieselaxt. Naja. Wer hätte es gedacht? Und wo kann ich das jetzt bauen? Öffnet das... Was? Ausführungsradialmenü, um auf das Menüverknüpfung zuzugreifen und jederzeit zwischen First Person und Third Person Kamera. Ach ja, das kann ich auch wechseln. Oha. Ach ja. Okay. Wüsste ich jetzt aber ehrlich nicht, was hier besser zu dem Spiel passt. Ich weiß nicht. So ist eigentlich auch ganz angenehm. Aber, es bleibt erstmal so. So, hier geht nicht mehr. Finde Wasser, analysiere Pflanzenfasern im Ressourcenanalysator. Und sieh dich nach weiteren wissenschaftlichen Geräten um. Ja, könnt noch ein bisschen was durch den Analysator jagen. Was finden? Ja, Pflanzenfaser, meins. Und was brauche ich? Wasser. Da hinten gab es doch Wasser. Wasser. Was ist das? Geh weg. Was? Das sieht nicht gut aus. Was sieht nicht gut aus? Was sieht nicht gut aus? Was? Was meint er? Was ist das für ein Vieh? Greift er mich an oder was? Du kriegst eine mit einem Stein, du, ja, du Rüsselkäfer. Ah, da bist du doch. Heißt er wirklich Rüsselkäfer? Ja, stand da jetzt Rüsselkäfer. Ja, Rüsselkäfer. Ich mach dich so kaputt. Du hast keine Ausdauer mehr. Atme tief durch und dann geht's weiter. Der war geschwächt. Komm doch raus hier. Da. Nein, mein Rüsselkäfer. Da rennt er. Ach. Oh, was ist das? Das klingt anders. Oh, das klingt anders. Ach so, das ist nur der Grüne. Ja, er ist einfach abgestürzt. Ja, der auch gleich. Ja, so was stürzt. Er stürzt einfach ab. Blattlaus. Ja. Ekliges Wasser trinken. Finde Wasser. Ja, ich hab Wasser gefunden. Oh, was ist das für ein Käfer? Sieht aus, als wäre das ein kleines rotes Ding auf dem Kampf aus. Oh, wir wollen nicht kämpfen. Wir greifen nur wehrlose Käfer an. Oh. Weg. Whoa, look at the size of that ant. Oh, eine Riesenameise. Glad it's not big enough to squish me. Oh, was? Nein. Oh. Die ist ja echt scheiße groß. Ah, die möchte nichts von mir. Oh. Durchanalysieren die ganze Sache.
Wir haben hier noch Pflanzenfasern, die analysieren wir. Oha, grobes Seil, Faserverband und Pflanzenbrei. Jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer. Feine Sachen hier. Ein Kieselhammer. Dann soll die Ameise mal kommen. Analysiere die Blattlaus. Ausgestopfte Laus und Läuselatschen. Okay. Kann ich mir ein paar Schuhe bauen? Aus einer Laus. Super. Stelle eine Kieselaxt her. Bewaffnet und geschrumpflich, was? Finde Wasser, trinke einen Tautropfen, stelle eine Kieselaxt her. Ich möchte eine Kieselaxt. Wie geht das? Da herstellen. Kieselaxt. Ein einfaches Hackwerkzeug, das stark genug für Pflanzenmaterial ist. Hat auch nicht besonders viel Schaden. Betäubung, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist nicht schlecht. Brauche ich 3 Sprösslinge, 2 Kiesel und 1 grobes Seil. Okay. So, hier kann ich schon mal ein grobes Seil. Ne, da brauche ich mehr Pflanzenfasern. Was sind Pflanzenfasern? Nein. Oh, hau ab. Oder warte zumindest noch ein bisschen. So, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach ja, so ein Rüsselkäfer. Jetzt bist du meiner. Mann kaputt! Mann kaputt! Mann kaputt! Glorreich war die Jagd. Schnell wieder hier rein. Oh, den noch schnell durch den Analysator jagen hier. Zack. Ausgestopfter Rüsselkäfer und eine Gasmaske. Okay. Aus einem Rüsselkäferkopf baut der sich eine Gasmaske. Ha. Sehr erfinderisch auf jeden Fall. Das kann er nicht analysieren oder was? Ist er zu dumm für? Oh, was ist das? Ja, hau ja ab. Ich sperre mich doch die ganze Zeit schon aus. Die mit ihren Kumpels wiederkommt, da kriege ich ein Problem. Vorher brauche ich eine Axt. Mehrere herstellen, ja, einmal nur. Schon fertig. Okay. Oh. Kiesel 2 Stück noch und noch 2 Sprösslinge und 1 Kieselstein noch. Da könnte so ein Stein liegen. Jo. Dann nehmen wir gleich ein mehr mit. So, noch ein Sprössling. Ah, da sammelt ich. Mal 3? Nee. Ja, stimmt gar nicht. 3-mal habe ich jetzt vielleicht. Sprössling. Geht auch der? Ja, die meinte. Sprössling, keine Pflanzenfasern. Ah. Ach, hier. So. Ah? Kieselaxt. Herstellen. Wo wechsle ich das jetzt? Ach hier. Ah, mein Stein! Er wirft den Stein einfach weg. Aber dass es geht, ist gut. Ah, kann ich hier ziehen und... ganz schön Wucht. Hinter dem Wurf. Ah, hier. Zack. Ja, sieht doch stabil aus. Stabil. So. Ah, mehr haben wir nicht. So. Trinke einen Tautropfen. Wo finde ich den? Wenn du eine Waffe ausgerüstet hast, kannst du Angriffe abblocken. Mit dem richtigen Timing wird es ein perfekter Block. Ah, blocken kann ich auch. Okay. Und dann BAM! Blocken und BAM! 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 Hey! Dreierkombi macht er. Links ist meine Ausdaueranzeige anscheinend. Ah, die braucht nicht viel Ausdauer. Ja. Ah, das macht er locker. So. Will er wieder.
Na, mal gucken. Los! Bam, bam, bam. Bam, bam. Oh, jetzt habe ich so ein riesiges Grasblatt. Was kann ich damit machen? Grasblatter. Du hast entdeckt Grasblatter. Nehme ich jetzt einfach mal kurz mit. Zum Analysieren. Ah, Graswand mit Fenster, Werkbank, Grastisch, Dreieckswand. Ach, damit kann ich mir also ein Häuschen bauen. Das gefällt mir doch. So, das ist schön. Kann ich das wenigstens vielleicht vorne ein bisschen zubauen? Dass ich hier nicht ganz so auf dem Präsentierteller bin. Da brauche ich mehr Grasplatten. Gibt's ja auch eine Tür? Ja, Grastür. Die baue ich. So thirsty. Was ist er? Drink anything. Ich bin durstig. Nein. Kann ich das hier hinlegen? Oder was macht er damit? Trink Wasser, sonst stirbst du. Was? Ich sterbe? Dann muss ich wohl auch mal das eklige Wasser trinken. Was? In 96 Sekunden sterbe ich. Trinken. I don't want to understate this, but this is bad. Oh ja, okay. Ja. Yeah. Kannst du aussuchen, verdursten oder das Dreckwasser trinken? Jetzt habe ich mich vergiftet oder was? Now. Oh, jetzt habe ich Hunger. Das glaube ich aber nicht. Gibt's hier was zu essen? Pilzbrei. Mach mir einen Pilzbrei. Ich brauche Pilze. Oh, den knurrt ganz schön der Magen. Oh. Faserverband. Ah, ich muss mir erstmal einen Grill bauen, wahrscheinlich. Mir etwas. Boah. Willewetter. Ja, okay, dann suche ich mir erstmal ein paar Pilze. Oh ja, na klar, iss was, sonst stirbst du in 76 Sekunden. Willst du mich verarschen? Jetzt muss ich die Pilze hau ab. Auch Pilze. Unbedingt. Unbedingt Pilze. Dann muss ich den. Kann ich den großen fällen? Da sind Pilze. Pilze! Ich habe Hunger. Hilfe! Schnappen, verbrauchen. Ist den gleich so. Rotkäfer! Mehr! Du Opfer! Oder Opferkäfer. Eine. Was? Milbenpilz? Milbenpilz? Was stand da jetzt? Bestimmte Rohstoffe benötigen Werkzeuge höherer Ränge. Ach, den Pilz kann ich nicht. Okay. Na ja, super. Okay. Jetzt habe ich was zu essen, was zu trinken. Will. Come here, you little green sausage. Schnappen. Zack, 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 zack. Oh. Ah. Also muss ich das erstmal hier alles hinschmeißen? Ja, ich. Okay. Mache ich mir erstmal Pilzbrei. Hier gibt's was zu essen. Pilzbrei. Machen wir gleich 5 Mal. Er hat mehr Hunger. Ey, mach den Pilzbrei. Was brauche ich dafür? Macht er nicht. Warum nicht? Hallo? Nicht analysiert. Ja, geht ja auch schlecht. Wenn ich es nicht herstellen kann, kann ich es auch nicht analysieren. Leck mich, dann esse ich die Pilze so. Dann esse ich die Pilze so. Oh, it's getting dark. Should probably find somewhere to crash. Oh. Komm, iss meiner.
So ist schon besser. Du kannst Baupläne platzieren, ohne die benötigten Ressourcen in deinem Rucksack zu haben. Platziere sie zuerst dort, wo du sie haben willst und fülle später die Ressourcen auf. Was? Los, hack ab! Huhu! Schnappen, 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 schnappen. Ja, sieht doch stark aus. So. Herstellen. Graswand. Halbhohe Graswand, halbhohe Graswand B. Nur eine Tür hätte ich gern. Ach, da brauche ich noch Sprössling, grobes Seil und... Oh, was? Dann erstmal nur eine Wand. Wo kann ich... Ach, da. Ah. Brrrr. Was ist das für ein Pfeil? Erstmal da ein Stück zu. Platzieren. Wie Standort belegt. Achso. Nur? Und nur? Bauen. Ah! Ha? Ah, so. Krass, angreifen. Aha. Kleine Schnipsel. Pflanzenfasern. Okay. Ich sollte mir aber vielleicht... Finde sauberes Wasser. Baue ein offenes Zelt. Trinke einen Tautropfen. Baue ein offenes Zelt. Wo baue ich das? Ah! Kleeblatt und Sprössling. Kleeblätter. Wo bekomme ich ein Kleeblatt her? Das sind Pflanzenfasern, die nehme ich einfach mal mit. Sprössling brauche ich. Noch ein. Noch ein. Ah, markiert's mir. Ich komme, kleines Kleeblatt. Ach, das muss ich hacken. Was? Wo reicht das jetzt? Nee. Ich brauche noch mehr Klee. Ah, hier gibt's doch genug. Meins. Das ist alles ins Wasser gefallen. Wo nimm das denn hier? Meins. Ja, wie sieht's denn hier aus? So. Ah, so ein Zelt. Werkbank, aha. Offenes Zelt. Ja, keine Ahnung. Was weiß ich, wo das hin soll? Es kommt einfach hier hin. So. Bauen. Ach, hier kann ich schlafen. Benutzen. Ach, ein Respawn-Punkt. Aufwachen um... Achtung, Aufwachzeitpunkt bei Dunkelheit. Oh, nee. Respawn-Punkt setzen. Da liegt er sich jetzt nicht entschlafen. Bei Dunkelheit, das kann er auch vergessen. Stehe ich ja nicht auf. Kein Licht, gar nichts. So, auf jeden Fall... Schon mal ein Respawn-Punkt und Speicherpunkt, keine Ahnung. Oh. So. Finde sauberes Wasser, Tautropfen. Ah, da ganz oben. Ja, schön. Ich habe einen gefunden. Wie komme ich da ran?
Ich könnte das Blatt einfach fällen, aber dann fällt ja der Tautropfen nach unten. Das Sinn macht. Das macht angeblich Sinn, ja. Anscheinend macht es Sinn. Tautropfen. It's no women crime, but it's better than nothing. Jetzt sieht's aber aus, ja. Stelle einen Faserverband her. Na dann. Saft. Wo bekomme ich Saft her? Saft. Hallo, wo ist Saft? Oh, es wird jetzt langsam dunkel. Ah, er sammelt sich der Tau. Stelle eine Fackel her. Da bin ich auch dafür. Rezept Fackel. Fackel. Sprössling, Saft, da brauche ich auch den komischen Saft. Wo komme ich den Saft her? Trockener Grasbrocken. Puh. Ah, da gibt's Saft. Da saftet es. Hau hier ab. Ekliges Viehzeug. Ah, so ein Stöckchen. Ich meint damit Baumharz wahrscheinlich und kein Saft. Oh. Ja, schön. Komm ich nicht ran. Schnell nach Hause. Oder komme ich da ran? Ups. Da. Da kommt was, da kommt was. Wo ist es? Oder doch nicht? Ja, solange er es mir noch markiert, sammle ich noch ein bisschen Saft. Wo ist der Saft von hier hin? Da. Oh, das ist so weit weg. Was ist das? Was ist das? Biene. Oh. Oh nee, raus hier raus. Oh, was ist das? Wasser. Tiefes Wasser. Oh. Wow, what is that? Aha. Untersuche die mysteriöse Maschine, aber nicht im Dunkeln. Erst schnell wieder nach Hause, eine Fackel bauen. Na gut. Hm. Oh, die Ameise. Oh, die kommt jetzt. Oh, die will angreifen. Jetzt will sie angreifen, oder? Ne, die geht an mir vorbei. Ich fass es nicht. Die wird doch keinen Hunger haben. Oh, wo war mein Zuhause? Ah, nein. Wo ist mein Haus? Weg. Ja, sehr schön, jetzt habe ich mich verlaufen wegen diesem scheiß Baumharz. Ja. Super, jetzt bin ich mitten im Dunkeln, mitten, Nein, Leute. Euer Ernst? Boah, Sprösslinge brauche ich, trockenen Grasbrocken, ach schön. Ein grobes Seil könnte ich bauen, ja. Zutat schnell herstellen, na dann. So, schön, ich brauche trotzdem noch einen Sprössling und trockenes Gras. Oh, oh. Hey. Das sieht schlecht aus. Ich hab doch genug Gras, ich brauch trockenes Gras. Oha, was ist denn das? Mensch, Opio. Ich sehe nichts. Oh, Licht. Was soll das sein?
Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ah, das ist Haus. Ja. Jetzt bin ich ja wie so ein Käfer auf den Stock geklettert, um mal ein bisschen gucken zu können, aber so weit kann ich auch nicht schauen. So, jetzt brauche ich nur noch trockene Grasbrocken. Ey Leute, wie viel Harz soll ich denn sammeln? Ich habe doch schon genug. Ich brauche trockenes Gras. Sollte ich das herbekommen? Akio. Hau doch ab. Ab. So, jetzt bin ich hier. Wo auch immer das sein soll. Leute, so viel Holz braucht kein Mensch. Ich habe doch jetzt schon mehr als genug davon. 11 Mal. Was ist das? Das sieht trocken aus. So, so ein Blatt. Meins! Da passiert ja gar nichts, oder? Bring die Nacht lieber schlafend im offenen Zelt. Ach ja, wirklich? Das ist eine super Idee eigentlich. Wo ist mein Zelt? Das wäre eine tolle Idee. Klingt auf jeden Fall besser, wie ohne Fackel nachts hier lang zu laufen. Ey, ich sehe gar nichts. Das ist doch... Wo war das scheiß Zelt? Hatte ich hier nicht keine Karte? Karte. Ha! Haha. Müssen wir auch mal richtig schauen und dann findet man das auch. So, da bin ich. So. Ice Caps, Pastillen. Und da ist mein Haus. Da. Also immer da ein bisschen einschlagen und geradeaus. Und hier lang. Nice snooter, dude. Oder? Nee. Hier lang. Ja, bin doch gleich da. Schnell, 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 schnell. Hä? Da. Ha, ha, ha. So einfach. Wenn man mal richtig nachschaut. So, was ist das? Milbenpelz, der wird analysiert. Aha, ein Pfeil, Milbenhut, ausgestopfte Milbe und ein Felspelz. Aha. Okay. Kann er das jetzt analysieren? Ja. Ah, da drüben ist die Batterieanzeige. Ah. Deswegen ging's vorhin nicht. Vorratskorb, Kletisch, Pflanzenfaser. Okay. So, Analyse. Ah, jetzt alle. Naja, ich wollte sowieso schlafen gehen. Benutzen. Ja, schlafe 8 Stunden, ja, kann ich ja nicht beeinflussen. Anscheinend kann ich es nicht beeinflussen, er schläft so oder so 8 Stunden. Eine Kleemütze voll Schlaf, aha. Ah ja. Kleemütze. So, baue eine Werkbank. Ja. Da bin ich dabei.
Sprössling, Grasblätter. Ja, die haben wir doch gleich zusammen. Da. Meins. Where are you off to, Ant? Wop. Roter Ameisenarbeiter. So, das dürfte, denke ich mal, reichen. Grasplatten habe ich am Haus. Gut, das hielt mich ja auf den Geist hier. Was ist denn das hier? Da kracht das Vieh. So, schnappen. Herstellen. Ach, geht auch so. So, und auswählen. Passt nicht rein. Oh. Zack. Hey. Platzieren. Und bauen. Und sehr schön. Ich nur ein bisschen Platz schaffen, dann kann ich eigentlich theoretisch ein bisschen zubauen alles. Na, mal schauen. Stelle eine Facke her, stelle einen Faserverband her. Ja, ne, das kann er alles noch nicht. Werkbank benutzen. Ja, okay. Kann ich jetzt bessere Sachen bauen? Wo bekomme ich trockenes Gras her? Keine Ahnung. Ja, ein bisschen Platz schaffen. Ja, ein paar Baumaterialien hier. Was ist jetzt los? Oh, der hat Hunger. Wie kann man nur immer so viel Hunger haben? Schnappen. Wie viel kann ich davon schnappen? Ah, ein Metafall. Ah ja. Konstruieren. Da kommt wahrscheinlich nichts drüber. Kann ich das oben draufsetzen? Ja. Höher kann ich es aufbauen. Was soll der Pfeil bedeuten? Oder das, was auch immer das sein soll. Und dann. Was? Nein. Abbrechen. Ja. Die Steuerung, die ist aber auch sehr gewöhnungsbedürftig. Wie finde Zutaten? Lasst mich doch in Ruhe. Konstruieren. Leck mich. Zurück. Und noch das weg hier. Erstmal ein bisschen aufräumen hier. Liegt alles in der Gegend rum hier. Kein Platz. Aufräumen hier. Ah, das muss auch weg. Oh. Oh, nicht die Werkbank kaputt machen. Zack. Zack. Oh. Na, kann ich weiter analysieren. Akku wieder voll. Oh ja. Dann.
Science! So, das Holz noch analysieren. Pflanzenleuchte, Saftleuchte, aha. Kann ich mir hier so eine kleine Stehlampe hinbauen aus einer Pflanze oder wie? Eine kleine Pflanzenstehlampe. Vermutlich. Oh, das weg hier. So, jetzt brauche ich was zu trinken. Ah. Wo ist der Tautropfen jetzt hin? Ey, mein ganzer Haufen! Da ist alles umgekippt hier. Wo ist der Tautropfen? Hä? Hallo? Oh, das ist bestimmt trockenes Gras. Das hilft mir jetzt auch nicht. Wo ist mein Tautropfen? Ah, so thirsty. Ja. I drink anything. Ich glaub's ja. In der Werkbank kann ich mir bestimmt kein Pflanzenbrei machen, ne? Ein Püriergerät brauche ich. Oh! Der Durst. Und Hunger kommt auch gleich wieder dazu. Und der Tautropfen ist einfach weg. Da hängt noch einer. Vielleicht finde ich den dann. Da. Ah, da fällt schon vorher ab. That was refreshing. Ah. Beim Dagegenschlagen fällt er schon ab. So, und das sieht doch aus wie so ein trockenes Blatt. Trockenes Gras, ja. Genau. Wäre auch nicht viel bekommen. Ah, okay. Besser wie nichts. Oh. Analysiere. Aha. Stängellager und Plattenlager. Ah, da kann ich meine ganzen Grasplatten lagern wahrscheinlich. Auch nicht schlecht. Liegen sie ja nicht so dämlich in der Gegend rum. So. Da ist noch so ein trockenes Blatt. Dann kann ich die... einen blöden Verband bauen. Oder? Ja, kann ich auch so schon. Das war's wieder mit trockenem Blatt. Gibt's echt nicht viel, doch hier noch. Okay, einmal ein Verband herstellen. Jo. So, eine Fackel gleich in drei, ja? Oh. Da. Grobes Seil bräuchte ich noch eins. Und was brauchte ich für ein grobes Seil? Da brauche ich Pflanzenfasern. Zusatz schnell herstellen. Na, warum macht das nicht? Hallo? Ach, jetzt. Gut. Fackel. Erstellen. Jo. Zeig mal an, jo, meine Fackel. Take that, Vampire. Oh, kann ich so halten. Aha. Aha. Okay. Ja. So. Oh, da liegt noch was. Ja, die Ansicht ist auf jeden Fall zum Sammeln besser. Zum Ressourcen sammeln. Oder?
Erstelle ein Stück einer Rüstung. Ja, das kommt noch. Wiederverwerten. Ah. Ja, da fehlt aber die Hälfte. Ah ja. Erstmal ein bisschen sammeln. Greift ja nichts an. So, ein Stück Rüstung. Wie mache ich das? Augenklappe. Wo ist denn, in welchem Universum ist eine Augenklappe eine Rüstung? Verteidigungswerte, nein. Schöner Möbenhut. Puh. Widerstand plus 5%, Kleeblatt und grobes Seil. Gleich mal herstellen, ja. So, und. Ey, nein. Jetzt möchte ich das haben. Herstellen. Jo. Oh, wo ist meine Rüstung? Anziehen. Ein Kleeponcho. Klingt kräftig. So, das kann ich analysieren. Science. Oh, Level up. Bessere Rüstung und neue Waffen. Okay. Ich brauche immer noch was zu essen und zu trinken. Da sollte ich lieber meinen Grill bauen. Oh. Wo baue ich einen Grill? Aber doch hier irgendwo. Ach, angezeigt da. Sprössling, Kiese und trockene Grasbrocken. Brauche ich. So, trockenes Gras. Ja. Mehr? Da. So, Kiese finde ich eigentlich überall. Oh, was zu essen. Haha. Mein Essen. Oh, Pilze. Wir Hunger zwischendurch. So, ich brauche noch ein bisschen trockenes Gras da. Auf Höhe! Genau. Yep. So, und jetzt Sprössling und Kiese brauche ich noch. Okay. Kann ich nicht aufheben? Ja, okay. Hallo, ich brauche Steine da. Meins. Alles meins. Ja. Ja, da hat ja nur Hunger und Durst hier. Oh, ein paar Sprösslinge noch. Dann dürfte es reichen. Da ist da einer. Eins, zwei, drei. Reicht schon? Jo. Ab nach Hause. Ja, wir kochen jetzt was zu essen. Hau ab. Erstmal ein wenig Ekelwasser trinken. Ja. Ja, hab dich nicht so. Oh, wieder mal ein Knurrt. So, herstellen. Ja, ich mach doch schon. Ups. Zack. Zurück und auf.
bauen. Aha, so. Entzünden. Und braten. Geht doch. So, braten. Braten, braten. Lecker. Oh, wann ist das fertig? Schneller, ich hab Hunger. Hunger, Hunger. Ja, hoffentlich ist das Essen gleich fertig. Ja, ich hab doch noch ein paar Pilze. In der Zwischenzeit, so als Vorspeise, ein paar Pilze. Grillfest, aha. So, ein paar Pilze. Weg jetzt, ich sehe nichts. I'm not picky. Ja, ist. Oh, in Ruhe. Fertig? Ja. Schnappen. 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 So. Okay, da bleibt dann jetzt für immer, oder wie? Okay. Ja, unendliche Grill. Gut genährt, Speise und es heilt auch noch. Saftiges gebratenes Läusefleisch. Boah. Also wer liebt denn kein saftig gebratenes Läusefleisch? Also. Boah, ich könnte mir da eigentlich nichts Besseres vorstellen. Lindert viel Hunger und verlangsamt ihn. Ach, das verlangsamt mich, obwohl es so lecker ist. So, was hat man hier noch? Rösserkäferbraten, boah, genauso lecker. Gebratenes, leckeres Rösserkäferfleisch lindert viel Hunger und verlangsamt ihn. Ja, super. Das namenhafteste Teil eines Rösserkäfers völlig intakt. Ein Rösserkäferrüssel. Zweimal. Kann ich mir, glaube ich, so eine Gasmaske dann rausbauen. Mitnehmen. So, dann gehen wir mal zur Werkbank. Ah, ich müsste meine Kleidung mal noch anlegen. Ein luftiger Poncho aus Klee und Pflanzenfasern. Ausrüsten. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Schmuck. Ja, Schmuck. So, ich würde sagen, ein bisschen was wurde dann geschafft. Ja, ein paar Baumaterialien habe ich dann schon mal bereit. Für das nächste Mal, weil das Video ist jetzt vorbei. Ja, es ist vorbei, es tut mir leid. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Let's Play. Irgendetwas, was auch immer. In dem Fall Grounded, ja. Also, macht's gut, Leute.